Die Regierung in Dublin hat London mit deutlichen Worten vor einer Eskalation im Streit um den Brexit-Status Nordirlands gewarnt. Hintergrund sind Drohungen der Briten, die als Nordirland-Protokoll bezeichnete Vereinbarung aus dem Brexit-Abkommen auszuhebeln. Irlands Außenminister Simon Coveney sagte, die EU kann auf keinen Fall Kompromisse eingehen, wenn die Briten drohen, internationale Verpflichtungen außer Kraft zu setzen. Wir wollen doch nicht vergessen, dass Großbritannien maßgeblich an dem Abkommen beteiligt war. Das sogenannte Nordirland-Protokoll soll Kontrollen an der Grenze zwischen dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermeiden. Derzeit sorgt der Streit um das Protokoll für politische Lähmung in Nordirland. Die protestantisch-unionistische Partei, die UP, weigert sich, einen Parlamentspräsidenten zu wählen. Die katholisch-republikanische Sinn Féin war bei den Wahlen in Nordirland in der vergangenen Woche erstmals als stärkste Kraft hervorgegangen. Sinn Féin warf dem britischen Premierminister Boris Johnson vor, mit der Protestantenpartei, die UP, bei der Blockade des Parlaments in Nordirland gemeinsame Sache zu machen. Johnson reist an diesem Montag zu Gesprächen nach Belfast.